nicht nur der Ort ist ganz schön, wenn er geheilt ist, sondern auch, wenn die Grafik gut ist. Also, boah, bin happy. Tja, wie es ausschaut, können wir jetzt auch unseren letzten Leute besiegen. Das war jetzt das Gebiet der Konkubine oder das andere? Okay, hier fehlen uns nur noch zwei Kämpfe bis zum Endgegner, dann werden wir jetzt auch dahin gehen. Und wir werden einfach hier einen Rundumgang machen. Das hier markieren, hierhin teleportieren. Turm der Träume, hier ist die Konkubine, alles klar, stimmt. Dann sag uns, wo wir lang müssen. Wusch, einmal da runter. Einmal runter, bitte. Ich nehme eigentlich keinen noch mit. Ich will wissen, ob da irgendwie jetzt eine Meldung kommt, wie viel man als nächstes für irgendwas braucht. Nein, wir brauchen anscheinend momentan keine mehr. Aber es kann sich ja jederzeit wieder ändern. Deswegen erstmal fröhlich hier runter. Okay, das wird unsere nächste Aufgabe. Und runter und... Hoppa. Das Spiel ist also, muss man sagen, echt fast narrensicher. Man kann nicht sterben, der Weg wird einem vorgegeben. Man muss nur den Nerven haben, die ganzen Jump-Dinger durchzumachen. Fertig! So, wir haben ihn übersprungen. Naja, ich habe jetzt eh keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Das hat ja keinen Vorteil, wir kriegen keine XP oder sowas. Ja. Diese Winden da unten, wofür sind die gut? Das war der königliche Garten. Die Winden regelten den Wasserstand der Teiche. Sieht aus, als hätte sich das Wasser in den Teichen in Dunkelheit verwandelt. Was passiert eigentlich mit Fischen in Dunkelheit? Sie sterben. Nicht so schlimm wie das, was ich mir vorgestellt hatte. Bist ihr geheilt? Ist dieser Ort wirklich schön? Hier müssen wir schnell durch. Nein, komm nicht wieder hoch. Ah, verdammt. Ah. Die königlichen Gärten. Ich wünschte, ich wäre öfter hier gewesen. Ich hatte nie die Zeit. Das Leben rennt einfach. Gerade ist man noch reich, dann schaut man plötzlich der Apokalypse ins Auge. Oder vors Knie. Wie groß ist Ahriman? Gegen ihn ist sogar euer Ego klein. Oh, na, dann müssen wir ihn erst recht aufhalten. Benutzen wir die Platte. Welche Platte? Ah, na endlich, die neue Fähigkeit einsetzen. Das wird ein Spaß. Also viel fliegen war jetzt da nicht, ne? Oh. Da habe ich verkackt, da hätte ich direkt wieder rüberspringen müssen, lol. Hier, den Sprung. Und jetzt. Haha, der war gut. Okay. Wenn das Gärten waren, wo sind die Pflanzen? Das Dunkel hat die wenigen verschlungen, die übrig waren. Der Rest. Seit meine Mutter tot ist, hat sich niemand darum gekümmert. Dort drüben an der Säule ist eine Platte. Wir können sie anheben, wenn wir den Teich füllen, wie ein Gegengewicht. Die Winden kontrollieren Schleusentore, die das Wasser in die Staubecken leiten. Oh nein. Eine Idee, welche wir zuerst probieren? Beginnen wir doch dort drüben. Aber wie wir die Schleusentore öffnen sollen? Ich habe nur als Kind einmal gesehen, wie die Platte gehoben wurde. Und da war sie nicht aktiv.
Welche Winde nehmen wir? Wählt eine. Wir finden es schon raus. Gut. Und haltet nach unseren Freunden Ausschau. Können wir mal rasten? Nur wenn ihr wollt, dass die Welt ins Dunkel fällt. Sollen wir weiter? Noch nie sah ich ein Mädchen, das sowas auch konnte. Dann habt ihr an den falschen Orten nach Mädchen gesucht. Nein, nein, nein. Ich wusste es. Jetzt geht's los. Jetzt kommt ein lustiges Rätselspiel. Oh, und ich erkenne schon. Achtung, hier fließt Dunkelheit. Aber als Gegengewicht sollte es trotzdem funktionieren. Gut, bin bereit. Oh nein. Oh nein. Sieht aus, als würde jede Winde mehr als ein Schleusentor kontrollieren. Um einen Kanal zu den Staubecken zu öffnen, müssen wir herausfinden, welche Winde was macht. Oh Mann, ey. Das ist doch echt ätzend kompliziert. Wow, Dunkelheit. Hallo? Ich habe mir sowas in der Art gedacht. Okay, mal kurz checken. Das wird jetzt... Nochmal drehen. Das da muss so rum sein. Anders würde es ja gar nicht unten bis zum Schleusentor laufen. Das kann ja gar nicht gehen, weil egal was wir drehen, wir müssen dafür sorgen, dass da das fließt. Das so oder so. Das war's. Wieso seid ihr denn so überrascht? Ach, what the fuck, ich brauch gar nicht alles. Sobald wir das andere Staubecken gefüllt haben, sollte sich die Platte nach oben bewegen. Dann gehen wir dorthin. Ich brauche nur einen Weg finden für die... Oh, ich dachte, ich muss alle befüllen. Oh Gott sei Dank, dann geht's ja noch recht chillig. Das kann nicht klappen. Na doch.
Aber die drehen sich mit. Und das ist schlecht. Das hier muss einfach definitiv so sein. Gut, ich bin bereit. Vielleicht in diese Richtung? Ich habe nie behauptet, ihr wäret du. Ihr habt auch nie was anderes gesagt. Ich kann mehr als nur prügeln. Die Kraftplatte ist frei. Wir können das Gebiet erreichen. Da wäre ich auch allein drauf gekommen. Oh, Gott sei Dank, doch kein so Hammer-Rätsel. Also das mit den Platten fand ich schwerer. Jetzt müssen wir diese Platten benutzen, wie? So geht's nach oben. Was nun? Hoffentlich weiß Ormas, was er tut. Sehr schön. Ja, da greift was nach mir. Es war so klar. Ich dachte, wir könnten jetzt so schön hier irgendwie das Gebiet... Verletze! Verdammt. Dunkelheit. Dunkelheit wird euch verziehen. Nein. Ich dachte, ihr wärt verloren. Falsche Taste. Auch falsche Taste. Mist, 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 Mist.
Hallo? Angreifen? Wie wär's mit Angreifen? Sie gehört mir. Oh, schön, das ist auch eine coole Kombo. Ihr bleibt zurück. So weit kann ich nicht springen. Echt? Das war's, wir haben sie. Wo ist die hin? Mir geht's gut, danke. Sicher, dass ihr Verschwinden nicht auch nur eine Illusion ist? Ich kann mich bewegen. Sie muss weg sein. Gut, heilen wir das Gebiet und dann nichts wie weg. Du kannst dich auch gerade eben wegen. Und ein neues Gebiet mit ganz vielen Lichtkeimen. Oh, die Gärten, sie sehen wieder schön aus. Juhu! Wart ihr früher oft hier? Ich kam immer mit meiner Mutter her. Oh ja? Ich glaube kaum, dass sie der jetzige Zustand erfreuen würde. Hier waren überall Quellen zur Bewässerung der Pflanzen. Bäume, Blumen, Kräuter, Gewürze. Dinge, die es sonst nirgends gab. Sie waren aus einer vergangenen Zeit oder einem anderen Ort. Hier passte sie auf die Kinder auf. Ja, mich nie wirklich fürs Garten interessiert, hä? Hey, es sind nur Pflanzen. Wir besorgen euch neue. Wenn ich Fahrer finde, bringen wir sie euch von überall her. Blumen, Bäume. Ihr seid eine Prinzessin. Ihr verdient es. Ja. Ihr könnt diese Gärten wieder wachsen lassen. Ja. Hey, schön. Gleich reden, erstmal Lichtkeime sammeln, wozu die auch immer noch gut sein sollen. Mitnehmen tun wir sie. Ich glaube, jetzt können wir runter. Ja. Bitte, gehen wir. Wie lange ist das her, dass... Wann ist eure Mutter gestorben? Vor 3 Jahren. Seitdem ist hier alles verkommen. Als sie starb, war es... Als hätte das Land jede Hoffnung verloren. Damals sind die Pflanzen, die Menschen, einfach alles irgendwie auch gestorben. Schade, dass die Heilung die Pflanzen nicht zurückgebracht hat. Als ich ein junges Mädchen war, gab es Fische in diesen Teichen. Sie sind tot, wie alles andere auch. Vielleicht hat mein Vater recht. Der Auftrag unseres Volkes ist Vergangenheit. Wo sind denn hier Teiche, bitteschön? Vielleicht da ganz unten oder so? Komisch, dass ich noch nichts davon gehört habe. Das Geheimnis wurde gut gehütet. So. Wohin sollen wir uns wenden? Wenn wir hier runterspringen, kommen wir mit den Platten wieder raus, oder? Elika? Ja. Ja, das ist unser Ausgang. Bereit weiterzugehen? Ja, ich glaube, Elika ist ein bisschen melancholisch. Ach, der Typ, das Vieh ist immer noch hier. So viel zum Thema, wenn ihr euch beeilt, ist das Vieh weg. Toll, jetzt müssen wir gegen das kämpfen. Oder ist das ein Fehler? Komm mal, ich bin die Dunkelheit. Tadam.